In der Grundlegungsmetaphysik der Sitten geht es um das Gute und in der Religionsschrift, die Kant auch noch verfasst hat, ein bisschen später, die wir in der nächsten Sitzung behandeln, da geht es um das Böse. Ich hatte schon gesagt, es gibt verschiedene Kandidaten für das Gute und Böse. Und so wollen wir auch die erste Frage uns jetzt stellen. Was ist nach Kant eigentlich gut zu nennen? Nochmal wiederholen, es kann sein, es ist die Person, die gut ist. Es kann die Handlung sein, die gut ist. Es kann der Wille sein, der gut ist. Es können die Umstände sein. Es gibt ganz verschiedene Kandidaten. In der zweiten Frage habe ich eigentlich jetzt schon die Antwort genannt. Es ist nach Kant nämlich nur der Wille, der eigentlich gut genannt werden kann. Wir wollen uns aber die Frage stellen, warum ist es denn nur der Wille, den wir gut nennen können und nicht etwa die Handlung oder die Person? Und dann wollen wir uns noch fragen, wie nach Kant Vernunft und das Gute miteinander zusammenhängen. Ja, jetzt gibt es hier ein ganz, ganz bekanntes Zitat, was Sie bestimmt schon mal gehört haben. Es ist, sagt Kant, überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen, oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche Beschaffenheit, darum Charakter heißt, nicht gut ist. Also, gut ist deswegen nur ein guter Wille, weil ein guter Wille intrinsisch gut ist. Ein guter Wille kann, so sagt Kant, gar nichts Böses oder Schlechtes aus sich hervorbringen. Er bringt jetzt hier andere Beispiele noch, wie zum Beispiel Mut, Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Das sind alles Tugenden. Man könnte auch sagen Sekundärtugenden, weil sie eben nicht intrinsisch gut sind. Ich kann Sekundärtugenden wie zum Beispiel eben Entschlossenheit auch für das Böse benutzen. Ich kann auch einen Banküberfall mit Entschlossenheit durchführen. Dann ist aber die Sekundärtugend der Entschlossenheit nicht wirklich gut zu nennen. Sie ist indifferent dagegen. Ja? Also es geht so ein bisschen in diese Richtung zwischen Primär- und Sekundärtugenden. Eine Tugend wie Gerechtigkeit ist intrinsisch gut. Ja? Eine Sekundärtugend wie Beharrlichkeit, Entschlossenheit eben nicht. Ja? Und Glücksgaben, sagt Kant, da verhält es sich genauso. Wir können also auch nicht im Glück das Gute wirklich finden. Macht, Reichtum, Ehre, selbst Gesundheit und das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande unter dem Namen der Glückseligkeit machen Mut und hierdurch öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einfluss desselben aufs Gefühl und hiermit auch das ganze Prinzip zu handeln berichtige und allgemein zweckmäßig mache. Ja, also auch das Glück ist nicht intrinsisch gut, weil es häufig zum Übermut führt. Ja, also ausschweifend und so weiter und so fort. Glücksstreben ist nach Kant, Glückseligkeit ist nach Kant nicht das eigentliche Gute. Ja, gegen wen wendet er sich jetzt hier wohl? Sie können sich denken, in welche klassische Position hat ethisch die Ansicht vertreten, dass das Gute vielleicht das Ziel in der Glückseligkeit besteht. Das ist die eudaimonistische Ethik, ne? Die wir eben unter anderem von Aristoteles kennen, aber die gibt es natürlich dann auch noch bei den Epikureern und so weiter und so fort. Also hier gibt es verschiedene Glücksethiken der Antike und dagegen wendet sich Kant ganz ausdrücklich, weil eben im Glück selbst keine Kontrolle liegt und weil Kant sagt, das Gute ist eigentlich nur das moralisch Gute, nicht das Nützliche, nicht das Glückliche. Ja. Also hier bringt er noch weitere Beispiele. Ohne Grundsätze eines guten Willens, sagt Kant ganz unten, können Sie die anderen Eigenschaften, die wir besitzen können, höchst böse werden. Und das kalte Blut eines Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher,
sondern auch unmittelbar in unseren Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür würde gehalten werden. Sekundärtugenden wie Beharrlichkeit, die können sogar besonders böse werden, wenn sie einfach nicht richtig geleitet werden. Das heißt, Kants Begriff des Guten ist ein reflexiver Begriff, ein Begriff, der immer auch eine Anleitung enthält, der eine Norm enthält, der eine Regel enthält, wie wir uns verhalten sollen. Also das Gute ist für Kant immer auch ein Maßstab, eine Anleitung. Und jetzt kommt noch was ganz Entscheidendes. Kant sagt nämlich, der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes oder allein durch das Wollen, sondern nur allein durch das Wollen an sich gut und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zugunsten irgendeiner Neigung hervorgebracht werden könnte. Ja? Das ist jetzt ganz wichtig. Es geht ihm nicht um die Handlung. Da haben wir schon den zweiten Grund. Das Gute besteht nach Kant nicht in der Glückseligkeit, aber auch nicht im Handeln, nicht in der Handlung. Und zwar jetzt warum? Wenngleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals, sagt er hier, eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch die kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur eher die Person diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, es ihm fehlte, seine Absicht durchzusetzen, wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille, freilich nicht etwa als ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind, übrig bliebe, so würde er der Wille wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat. Ein guter Wille oder das Gute ist intrinsisch gut. Es ist auch absolut gut. Es ist unabhängig gut von den Wirkungen, die aus ihm folgen. Und jetzt hat er hier eben diesen Vergleich mit dem Juwel. Ein Juwel strahlt eben an sich die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit. Also ob jetzt dieser gute Wille besonders viele gute Handlungen zur Folge hat oder auch nicht, das ist die Nützlichkeit, die kann diesem Werte des absoluten Willen weder etwas zusetzen noch abnehmen. Sie würde gleichsam nur die Einfassung sein, um ihn im gemeinen Verkehr besser handhaben zu können oder die Aufmerksamkeit derer, die noch nicht genug Kenner sind, auf sich zu ziehen. Nicht aber, um ihn Kennern zu empfehlen und seinen Wert zu bestimmen. Also die Vergleichsbasis ist hier, ein guter Wille ist wie ein Juwel und die guten Handlungen oder vielleicht auch nicht so guten Handlungen, die daraus hervorgehen, die sind nur Äußerlichkeiten, die entsprechen nicht dem Juwel, wie er glänzt, sondern nur der Einfassung, also der Umgebung, könnte man sagen, wie dieser Wille eben transportiert wird. Das ist ein ganz berühmter Vergleich, den Kant hier vornimmt. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie er das weiter bestimmt. Er sagt, es liegt gleichwohl in dieser Idee von dem absoluten Werte des bloßen Willens, ohne einigen Nutzen bei Schätzung derselben in Anziehung zu bringen, etwas so Befremdliches, dass unerachtet aller Einstimmung selbst der gemeinen Vernunft mit derselben dennoch ein Verdacht entspringen muss, dass vielleicht bloß hochfliegende Fantasterei insgeheim zum Grunde liege und die Natur in ihrer Absicht, warum sie unseren Willen Vernunft zur Regierin beigelegt habe, falsch verstanden sein möge. Daher wollen wir diese Idee aus diesem Gesichtspunkte auf die Prüfung stellen. Kant sagt also, das absolut Gute ist allein ein guter Wille und wendet aber selbstkritisch ein, das ist doch ziemlich befremdlich. Ja, ist das vielleicht nur eine hochfliegende Fantasterei, eine Stilisierung, wenn wir den Willen so idealisieren, dass wir sagen, er ist allein das Gute, er ist wie ein Juwel anzusehen? Das ist dieses Problem, was sich Kant hier stellt. Und es geht ihm hier eben nicht darum, dass wir nach unserer Naturanlage gut genannt werden können, sondern dass wir nach unserer Vernunftanlage eigentlich gut sind.
bringe noch ein weiteres Zitat, denn da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ist, um den Willen in Anziehung der Gegenstände desselben und zur Befriedigung aller unserer Bedürfnisse, die sie zum Teil selbst vervielfältigt, sicher zu leiten, als zu welchem Zwecke ein eingepflanzter Naturinstinkt viel gewisser geführt haben würde, gleichwohl aber uns Vernunft als praktisches Vermögen, das ist als eine solches, das Einfluss auf den Willen haben soll, dennoch zugeteilt ist, so muss die wahre Bestimmung derselben sein, einen nicht etwa in anderer Absicht als Mittel, sondern an sich selbst guten Willen hervorzubringen, wozu schlechterdings Vernunft nötig war, woanders die Natur all in Austeilung ihrer Anlagen zweckmäßig zu Werke gegangen ist. Kant sagt, das Gute des guten Willens hängt ganz eng zusammen mit unserer Vernunft. Unsere Vernunft ist durch die Beziehung auf unsere Vernunft, kann unser Wille gut werden. Das ist auch noch eine spannende Sache. Was für eine Vernunft hat jetzt hier Kant im Sinne? Es gibt zwei Auffassungen von Vernunft. Es gibt einmal die instrumentelle Vernunft. Das ist eine Auffassung von Vernunft, wonach wir vernünftig dann sind, wenn unser Verstand uns die Mittel vorgibt, also die Instrumente liefert, durch die wir einen bestimmten Zweck verfolgen können. Das ist die sogenannte instrumentelle Vernunft. Die meint jetzt Kant hier aber nicht, sondern Kant meint eine moralische Vernunft, eine Vernunft, die nicht nur instrumentell ist, sondern uns absolut sagt, was wir tun sollen. Ja. Um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschätzenden und ohne weitere Absicht guten Willens, so wie er schon dem natürlichen gesunden Verstande beiwohnt und nicht sowohl gelehrt als vielmehr nur aufgeklärt zu werden bedarf, diesen Begriff, der in der Schätzung des ganzen Werts unserer Handlung immer oben ansteht und die Bedingung alles übrig ausmacht, zu entwickeln, wollen wir den Begriff der Pflicht uns nehmen, der den eines guten Willens, ob zwar unter gewissen subjektiven und einschränkenden Hindernissen enthält, aber doch weit gefehlt, dass sie ihn verstecken und unkenntlich machen sollen, ihn vielmehr durch Abstechung heben und desto heller hervorscheinen lassen. Das ist jetzt ganz interessant. Kant sagt, das Gute, der gute Wille, hängt ganz entscheidend mit unserer Pflicht zusammen. Da würde man doch aber jetzt erstmal sagen, das Gute hat doch gar nichts mit der Pflicht zu tun. Pflicht ist doch eigentlich immer etwas, was ich ungern tue, weil sonst wäre sie doch keine Pflicht. Warum ist nicht das Gute dasjenige, was ich immer selbst schon gut tue, was ich von mir selbst immer schon gut tue, oder dasjenige, was ich als Individuum möchte? Pflicht ist doch immer etwas, was von außen auf mich eindringt, was im Grunde genommen gar nicht meine Autonomie bedeutet. Das hängt jetzt natürlich ganz entschieden davon ab, was Kant unter Pflicht versteht. Kant versteht unter Pflicht eben etwas, was die allgemeine Vernunft allen Individuen vorschreibt. Das betrifft nicht, die Pflicht betrifft nicht mich als Individuum, sondern die betrifft jedes vernünftige Wesen, aber eben auch ein endliches Wesen. Also die Pflicht ist nur dann der Fall, wenn wir nicht immer schon das Gute wollen. Und da merken Sie jetzt bestimmt einen Verbindungspunkt. Die Pflicht, die ist deswegen nach Kant notwendig mit Blick auf das Gute, weil wir endliche Wesen sind. Hier kommt wieder dieser Begriff des Malum Metaphysicum ins Spiel, was wir bei Leibniz kennengelernt hatten. Ich mache dann auch oben rechts den Link dazu rein. Die Pflicht tritt nach Kant nur deswegen mit Blick auf das Gute auf, weil wir als solche immer auch schon diese Trägheit in uns haben. Sie sehen, hier gibt es den Bezug vom Guten gleich wieder zum Bösen. Wir sind nach Kant nie a priori vor aller Erfahrung immer schon auf das Gute hingerichtet, sondern wir haben uns eine Tendenz auch einer solchen Trägheit, einer Art Widerständigkeit gegen das Gute. Deswegen müssen wir das Gute immer wieder aufs Neue versuchen zu erkennen und auch in unserem Handeln immer wieder neu angeleitet werden. Entscheidend ist aber, dass diese Pflicht im Grunde genommen nichts von außen ist, was uns vorgesetzt wird, sondern im Grunde genommen wollen wir, wenn wir uns nur gut genug betrachten, gut genug reflektieren, im Grunde eigentlich immer schon auch das Gute. Also hier gibt es eine große Spannung bei Kant. Einerseits wollen wir das Gute nicht faktisch oder nicht unmittelbar, sondern wir haben eine Trägheit, einen Hang, sagt Kant, einen Hang zum Bösen.
Auf der anderen Seite, wenn wir uns als vernünftige Wesen wirklich bestimmen, wirklich verstehen, die nicht nur irgendwelchen Trieben oder individuellen Neigungen nachgehen, dann wollen wir eigentlich im Grunde doch das Gute. Also hier sehen wir bei Kant eine Riesenspannung zwischen unserer Natur mit Blick auf das Gute und das Böse. Und natürlich kommt die Pflicht deswegen ins Spiel, weil wir nicht perfekte Wesen sind. Das heißt, hier scheint sich Kant auch implizit zumindest auf Leibniz' Begriff des Malum Metaphysicum zu beziehen. Wir müssen dann in den folgenden Sitzungen noch genau untersuchen, wie jetzt das Böse bei Kant genau auszusehen hat und ob es eben angemessen als Trägheit Malum Metaphysicum bestimmt werden kann. Kant hat hier noch ganz viele andere Dinge zu sagen. Das war es jetzt mal als Einführung und ich bin dann schon gespannt auf die Diskussion und auf die nächste Sitzung, in der es um das Böse bei Kant geht.